Oder dass man das Schoki weiterziehen kann, ja, das Tor vom Gesicht. Das ist ja gar nicht. Das ist ganz schön. Als Idee finde ich es einfach wirklich gut, muss ich sagen. Also da haben wir gedacht, das ist so die Idee gewesen, eine Maske. Aber das ist dann nicht aufs Gesicht gemalt. Nein, das ist dann das ist eine Maske. Richtig. Ja, das ist schön. Ja, also, das ist so. Eigentlich sind wir so auf zwei Varianten im Schlosseffekt gekommen. Also, im Ende sind wir mit dem quasi, wo ansatzlos quasi die Linie vom Gesicht über die Haare wird reinziehen würde. Und sicherlich die Möglichkeit, mit einem Schoki-Schaustück im Haar das quasi ein bisschen auszuholen. Und andererseits haben wir hier natürlich die Möglichkeit von der Maske in Betracht gezogen, wo man könnte vorfertigen könnte, wo schön ist, wo man unter Umständen eben schon auf dem Gesicht etwas könnte vorstellen könnte. Wenn wir natürlich eine dunkelhäutige Person hätten, könnten wir dann nämlich komplett schneeweiß machen zum Beispiel und mit schwarz drauf. Und hinten drauf hätten wir dann eine weiße Glasur auf dem schwarzen Gesicht und hätten wir schon wieder einen Effekt mehr so zum Beispiel, oder? Face-Test mit aufwendigen Bildern im Schlosseffekt und was ist überhaupt umsetzbar? Und Haut? Das ist jetzt so ein bisschen. Da darfst du natürlich nicht drauf haben. Es ist, Bodylotion, kein du hast ja letztes Mal gesagt, es gibt Möglichkeit vor so einer Grundierung, die wir eigentlich schaffen. Quasi. Also, wichtig ist einfach, dass wir das Körperfett ein bisschen unter Kontrolle haben. Dass wir keine fettige Haut haben. Also sicherlich nicht Hochglanz, aber einfach, dass wir für einen Zeitraum von 15 Minuten vielleicht eine trockene Haut haben. Das wäre sicherlich nutzbar für die Art. Das wäre wichtig, aber das sollte kein Problem sein. Bewegen aber. Wenn jetzt, das ist aber heiss. Wenn wir jetzt das vorher machen, wäre es Backstage. Also, wenn sie dann auf die Bühne geht, läuft und dann macht man es fertig. Dann muss man sicher sein, dass das da oben hebt. Während dieser Zeit, oder? Ja. Sie kann ja liegen in der Zeit, wo er jetzt wieder, wenn er wieder das Bein machen und den anderen Arm, das bringt man sicher her, oder sitzen irgendwo, das Bein vielleicht noch. Also ich würde sagen, wenn wir es so dünn machen, nicht zu hoch geht, dann sollte es eigentlich gehen. Und ich müsste es einfach mal ausprobieren, eben mit Skrivose. Ich weiss nicht, ob mit Spritzglasur arbeiten. Ich glaube, Skrivose ist dann schon eher noch... Aber wir könnten es ja noch testen. Du hast schnell einen Glanz und so drin. Genau. Aber weiss sage ich weiss, auf jeden Fall. Da können wir hier schon entscheiden, ja, wie es Kontrast natürlich. Ja, das sieht man. Da sieht man auch irgendwie 3 Meter weiter hinten schon, dass das ist. Gold muss ein bisschen näher ran, sieht sich edel aus und schön. Aber wirklich nicht gar so ganz, denke ich. Aber man muss es ausprobieren. Du hast vorher schon aufdubieren. Ich würde es dubieren und vielleicht einpacken. Vielleicht dann könnte man einen riesengroßen Hut zauber aus schwarzem Düll zum Beispiel. Der kommt weg und dann würde ich eigentlich nur noch den oberen oder vorderen Teil fertig machen. Und dann, dass mir das halt gleichzeitig natürlich, weißt du, dass ich einer da und hinter. Dann so 3-4 Minuten. Gleich mit einer Maske, oder? Am Schluss zum Aber mit einer Maske? Oder also ich finde, die Idee wäre Maske wird schon noch passen. Einfach am Schluss dann noch als Clou, wenn ja, sie fertig ist. Ja, das ist auch noch mal so eine Bewegung. Könnte man, ja. Ich und dass das dann einfach wieder die Schnörkel aufnimmt, die wir dann haben bei der Arme und so. Dann halt wirklich von den Fingern, von der Kube anfangen und verziehen bis ins Gesicht. Ja. Und dann auf dieser Seite vielleicht dann mit der Maske. Mhm. Dass dann da auch einfach so ein bisschen grob die Gesichtsform ist, oder? Also jetzt von der Seite her gesehen, oder? Dass es nicht zu viel Abstand zum Gesicht gibt. Ja, schon ein bisschen so aufs Gesicht angepasst, oder? Ja. So die Wellen vom richtig, so ein bisschen grob vom. Ja, aber nur grob. Und als Finale jetzt Chocolat, entworfen und kreiert von der Chocolatier Angela Jordi und Philipp Ränkli, von der Confiserie Sprüngli, gestylt von Patrick Wörner, von Valentino Coiffure. Der Salon du Chocolat dankt der Frau Renata Meyer vom Team von der Confiserie Sprüngli und natürlich der ganzen Equipe von Valentino Coiffure, wo an allem...